Nach Farid Bangis, Carmen Geiss bekommt Morddrohungen. Riesenwirbel um Carmen, 52, und Robert Geiss, 54, jetzt mischt auch das berühmte deutsche Luxuspaar im Echo-Skandal mit. Am Donnerstag sind die Rapper Farid Bang, 31, und Kollega, 33, trotz antisemitischer Textzeilen im Song 0815 mit dem wichtigsten deutschen Musikpreis ausgezeichnet worden. Im Netz brach daraufhin eine regelrechte Debatte los. Immer mehr Stars äußerten sich zu den Ereignissen, unter ihnen auch. Für ihre Äußerungen kassiert sie jetzt heftige Morddrohungen von der Hip-Hop-Community. Die Geissens nehmen kein Blatt vor den Mund, auch nicht in der wohl aktuell wildesten Auseinandersetzung der Musikszene. Nachdem und den diesjährigen Echo als umstrittene Preisträger verlassen hatten, Shows im Netz gegen einen der Rapper, Deutschland geht unter mit dir und mit deiner bescheidenen Musik. Punkt. Du bist eine arme Seele und eine kranke Person, die nicht nur ein Frauenverachter, sondern ein Deutschhasser ist. Fans beider Parteien reagierten in Sekunden schneller auf den Beitrag. Die Folge, eine hitzige Diskussion mit mittlerweile mehr als 14.000 Kommentaren, darunter jede Menge Hassnachrichten und sogar Mord- und Vergewaltigungsdrohungen. Doch wer glaubt, dass das Thema damit vom Tisch war, täuscht. Nachdem ihre Fans in einem weiteren Posting bat, auf Hass nicht zu reagieren, schaltete sich auch Ehemann ein. Er wandte sich mit folgenden Worten an die Netzhetzer: Die ganzen Ausländer, die uns so beschimpfen, in Deutschland ihre Gelder beziehen, warum seid ihr denn noch dort? Das Paar wolle jetzt mit Hilfe eines Staatsanwaltes gegen Beleidiger vorgehen. Dafür veröffentlichten und bereits Screenshots von Usern, die mit ihren Äußerungen eine Grenze überschritten haben.